vom König ausgewählt, um diesen Drachen zu erlegen. Er ist zwar keine Gefahr, doch die Geräusche stören beim Schlafengehen. Welchen Plan schmiedest du denn bitte, du Cake? Lass mal Scheiße labern ohne einen Punch im Text. Dass du mich irrelevant nennst, das finde ich schon krass. Denn Flots gegen Relevanz machen Sinn beim fucking Bra. Ich versteck mich in einem Schrank, sagt er, der unverständlich ist. Du sagst und denkst, dass mich sowas trifft. Reime Geschäft wie ein Eisenschwert, doch keine Hand zum Schwingen. Was für ich bin ein fetter Zombie. Nein, bin ich nicht. Du nennst mich monoton, doch deine Stimme ist so widerlich. Du klingst so vernuschelt, dass du, wenn du wirklich nuschelst, einfach cleaner klingst. Ich kling wie Tourette oder komme mir die Tränen. Du klingst jedoch so wie verführt von einer Sirene. Du kriegst einen Skill dazu bei jedem Feind, den du bezwingst. Doch in einer Fantasy-Welt gilt das auch für mich. Der Drache zeigt kaum Gegenwehr und ist nur dumm am Röcheln. Ich hol meinen Bogen raus und der wird schnell durchlöchert. Ich gehe zum König zurück mit dem Kopf von diesem Drachen. Und zum Abschluss meines Auftrags möchte er auch noch was sagen. In meinem Königreich ist seit der ersten Stunde Platz gewesen für erkannte Kreaturen und vernunftbegabte Wesen. Aber dieses Vier hat das Konzept der Challenge nicht verstanden und deswegen nichts verloren in meinen ehrwürdigen Landen. Mit so dämlichen Reimen ganz auf die Challenge zu scheißen, nur um dann obendrein noch Grinch gegen David zu beißen. So ein Frevel, gut, dass du ihn erlegt hast. Darum ist das Wesen Degast nun der Fair-Wesen Degast.